In diesem Video wird der Frage nachgegangen, ob man angesichts der Erkenntnisse der neueren Hirnforschung weiterhin von der Freiheit des menschlichen Willens ausgehen kann. Der Spielfilm Minority Report aus dem Jahr 2002 spielt in ferner Zukunft und zeigt eine Handlung, bei der die Polizei Menschen verhaftet, noch bevor sie eine Straftat begangen haben. Voraussetzung für diese Maßnahmen der Polizei sind deren hellseherische Fähigkeiten, das menschliche Verhalten vorherzusagen. Dies wirft die Frage auf, ob menschliches Verhalten tatsächlich vorhersagbar ist. Einige Denkerinnen und Denker wie Pierre-Simon Laplace gehen von einer diesbezüglichen Möglichkeit aus. Er meint, dass in dem Fall, wenn eine Intelligenz tatsächlich alle Naturkräfte und Beziehungen zueinander kennt, dies grundsätzlich tatsächlich möglich sei. Heute gehen einige Psychologinnen und Psychologen davon aus, dass das Gehirn als Grundlage unserer Psyche ein physikalisches System darstellt, das berechenbar ist. Die Vorstellung, man könne zukünftige Ereignisse durch Untersuchung vorhergehender Ereignisse und Bedingungen vorhersagen, wird als Determinismus bezeichnet. Der Begriff Determinismus wird vom lateinischen Determinare abgeleitet und bedeutet übersetzt bestimmen. Entscheidungen erscheinen vielen Menschen als bewusste Beschlüsse, die aber wiederum neuronale Prozesse im Gehirn voraussetzen. Eine Erklärung der Willensfreiheit muss letztlich immer im Zusammenhang mit dem Gehirn erfolgen. Es gibt unterschiedliche Ansichten, was man unter der sogenannten Willensfreiheit versteht. Wie wäre etwa das traditionelle Menschenbild? Man geht im traditionellen Menschenbild von der Willensfreiheit der Menschen aus. Eine Voraussetzung hierfür ist das Bewusstsein. Nun zur heutigen Sichtweise. Man geht davon aus, dass Person und Gehirn in diesem Zusammenhang nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Das Gehirn besitzt jene Kontrollen und Steuerungsmöglichkeiten, die die Person benötigt, um sich entscheiden zu können. So wie man mit Hilfe der Augen etwas sehen kann, eröffnet das Gehirn dem Menschen Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche Experimente, die sich mit der Entscheidungsfindung der Menschen auseinandersetzen. Benjamin Libet führte 1979 erstmals ein Experiment durch, bei dem er den Zusammenhang zwischen Hirnaktivitäten und Willensentscheidungen untersuchte. Die Aufgabe der Probanden bestand darin, eine bewusste Entscheidung zu treffen, eine Bewegung mit der rechten Hand durchzuführen. Der Zeitpunkt der Entscheidung wurde vom Versuchsteilnehmer selber von einer Uhr abgelesen und seine Gehirntätigkeit wurde mit Hilfe der Elektroenzephalographie, also dem EEG, aufgezeichnet. Hier siehst du auch die Abbildung. Die damals bemerkenswerte Entdeckung bestand darin, dass man noch vor der eigentlichen Entscheidung des Versuchsteilnehmers, dem Zeitpunkt, den der Proband dafür also angab, mit Hilfe des EEG erkennen konnte, dass die Person die Hand bewegen wird. Benjamin Libet erklärte dies dadurch, dass noch vor der bewussten Entscheidung des Menschen im Gehirn eine unbewusste Hirnaktivität stattfindet, ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial. Kritikerinnen und Kritiker meinten im Zusammenhang mit dem Libet-Experiment, dass die Versuchsteilnehmer bereits mit einer Erwartungshaltung beim Experiment teilnehmen. Dieses Bereitschaftspotenzial entsteht schon vorher und nicht erst durch den Entschluss, die Hand zu bewegen. Die Willensfreiheit der Menschen wird aus Sicht der Kritikerinnen und Kritiker nicht widerlegt. Der deutsch-britische Hirnforscher John Dylan Haynes überwacht die Hirntätigkeit seiner Versuchsteilnehmer unter anderem mit einem fMRT-Scanner, also einer funktionellen Magnetresonanztomographie. Die Probanden haben beispielsweise die Aufgabe, zwischen dem Drücken eines Knopfes in ihrer linken oder rechten Hand zu entscheiden. Er konnte dabei feststellen, dass die annähernde Vorhersage solch einer Entscheidung durch Überwachung der Hirntätigkeit von zwei Hirnregionen gelingen kann. Eine Hirnregion entscheidet,
und an einer anderen Stelle wird diese vorhergehende Entscheidung gespeichert. Kritikerinnen und Kritiker meinen im Zusammenhang mit dem Haynes-Experiment, dass die Voraussagen nur bis zu 60% korrekt sind. Die Ergebnisse sind also letztlich nur leicht über dem Zufallsniveau. Andere kritisierten, dass die zwei untersuchten Hirnregionen nur einen geringen Einfluss auf die Entscheidungen der Menschen haben und es bei vielen Personen eine Neigung gibt, eher bestimmte Knöpfe drücken zu wollen.